Das Thema Graffiti, das ist das Thema Graffiti. Liebsten mir um die Ohren gehauen werden, das ist das Thema Graffiti. Kunstform, es ist eine neue Kunstform. In einer Weise erproben zu können, die beweist, das ist etwas Gutes, das ist ästhetisch, es verschönt Lebenswelten, es gestaltet Lebenswelten. Und vielleicht, wenn sich das durchsetzt, einen auseinanderzuhalten und die Menschen dazu zu bringen, ihre Lebensumwelt ernst zu nehmen und positiv zu gestalten durch solche Graffiti. Brother's gonna work it out.
Thank you.
Anfang an der Seeschwebetisch noch abgestellt, regionale Flug nach Cuxhaven. Planmäßige Abfahrtzeit ist 16:58 Uhr. Yep.
Was it a success? Master, completely. You're sure you eliminated all those bastards who gathered at the temple? Yes. When they were dead, we threw all the bodies in the river. Well done. Be so kind as to give me the secret message. What's that? Well? The message should have been on the son of Lee. But he is on surface after we have thrown the body in the river. And so? We threw all the others to bump the son of Lee. What? You idiot. I also realize I have to be protecting myself. Thank you.
your... Hello, Brian Mitchell. Thank you.
But remember the day when Harry Uso and after them, Cruz came to perform and jam. Everything was cool, everybody was down with it. But the brothers started acting a fool. Hip-hop became the victim of attacks by the media. Saying everybody with time, cause our rhymes are violent. I bring no silence. How can you sing a song? Stop the violence. It's another hypocrite just killing it. Hip-hop will survive. If we win this uphill battle we face for many years. I work hard, but I never had tears. Cause I knew I would make it, it's taking much higher. You say peace, but you're lying. Stepping on stage like a confident duplicate. Sloppy copy 1-2. Drop the upbeat from the past and slam it. My name is not my body, but we're jamming. Those who slap not awake and go sweat and pay the price. But this brother is nice. Never looking back when you're moving forward. Positive thinking, yes, rewarded. What's going on? Going on is what I say. What's the matter with the brothers these days? We're gonna need each other to help each other to work this out because we're taxing the systems that we've set up. We're gonna be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight, when you go back up in the woods to go to sleep or if you stay here, is that the man next to you is your brother. What's going on? Cause they ain't no half-stepping. This is a failure, needs the correction. Now brothers, what's your true definition? Is to hone your old nine and killing your old kind. For a fact, the Uzi ain't come out of the ghetto. But you waste another brother for that. The mic, I'm just a heaven above. But I'm an 875-0312. When you doubt it, it'll be me you're talking to. Whoever is my concern, you might as well know it's my turn. I'm here to do it tomorrow like I did it today. So come on, brother man, and let the music play. Wir kommen mal einfach rein. Hey Baby, coole Sache, hey, du bist ja ganz allein. Hol schon mal den Wein. Da du hast schon begriffen, wir müssen doch irgendwas trinken beim Kippen. Und Bruder LJ, hey, ich mach jede Wette. Du kennst doch nicht meine neue Reggae. Ich versetze, um da mal richtig abzugehen. Hey, das kannst du mir glauben. Sollten wir uns vorher aber ein paar Tipps reinsaugen. Ihr habt schon große Augen und ziemlich kleine Linsen. Der Kleine kommt aus Holland, sagt mir ein Frage. Und Bruder kam rein und die anderen auch. Und mit ihnen kam dieser weiße Rauch. Und die ersten Joints, die waren noch angenehm. Ich hab mich mitgezählt, doch ich glaub, es waren 10 und dazu 20 junge Menschen, die sich irgendwo irgendwie einen vollen Kühlschrank wünschen, den sie natürlich finden und sie gucken auch mal rein. Und ja, ich hatte recht, der Hunger war nicht klein. Und Rudolf erklärt mir dann die wundervolle Reggae-Musik mit der besonderen Rolle in einem Leben. Und er will auch nach Jamaika da sein, alle sehr cool, hätten Dreads und so weiter. Und alle nur am Kippen, den lieben langen Tag. Und Rudolf wollte wissen, was ich dazu sag. Ich sag, klar, Rudolf, schön, hey, da kannst du ja hingehen. Und außerdem hast du dann auch mal im Rahmen gehen. Und Rudolf meint noch mehr von mir. Ja, und ich las lauschend, den Klängen fand ich immer, den Rhythmus berauschend. Und als dann endlich Ruhe war, dachte mir einer, hey, ich bin da nicht mehr breit, ich rauche jetzt einen Eimer. Doch
plötzlich kam der Rastpunk rein und der war ziemlich bleich. Ach, LJ, wir rauchten gerade euren Lattenteich. Ach so, sag ich, während ich zum Teilchen lief und mir dabei dachte, hey, die Jungs sind ganz schön kreativ. Und ich dachte, das sei alles. Plötzlich jedoch, hör zu, bescheuert, tritt nicht auf mein Erdloch. Und als ich hier drinnen war, da hört sie nicht was tauchen. Rudolf hat behauptet, man könnte Katzen rauchen. Bruderchen LJ, hey, was hältst du davon? Ne Blubi mach ich aus deinem Aquarium. Halt, Jungs, jetzt rein, ihr habt einen an der Pfanne. Na gut, dann rauchen wir halt deine Badewanne. Dubedabba, 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 dubedabba. Und Brüder und Schwestern, was ist die Moral von der Geschichte? Wenn Rudolf Rast dabei den Klinge öffnet, der sei nicht. Oh no. Dubedabba, 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 dubedabba. Dortmund Hauptbahnhof, Dortmund Hauptbahnhof. Der Hauptgleis 2 jetzt angefangen, nach Verkehrszug aus Lüdenscheid, ist mal wieder von oben bis unten, von links nach rechts beschmiert. Vorsicht beim Betreten des Zuges, wir bitten um Ihr Verständnis. Aber nicht fantastisch, durchaus elastisch und sarkastisch, weil gern vom Bass nicht. Du Storm, zeig euch keinen Weg, denn den müsst ihr selber finden. Miteinander sich schinden und finden, um sich zu verbinden. Thank you.
voll beschissen an. Mach Hilfe. Ja, und den Rest. Thank you.
You know me from the Bismarck, I already said that already, but it don't even matter.
bring the bass line back in. Now watch this out. I'm just talking about this is gonna be the new thing to take over the next century. Cause it's getting ready to be the 90s. And I want this to be one of the hottest dances coming out. It's called the Mudfoot. You know, you can't do the butt off this music. You can't do the rock. You can't do nothing else off it. You can't do the Michael Jackson. Only thing you can do off this music is the Mudfoot. You can't be doing that on the TV. I don't know how you do that. or that IOU and Schoolman Scrapping and anybody else dancing. Only thing you can do off this is the Mudfoot. So come on, do the Mudfoot. Yo. We'll be right back.
I'm gonna go to the next one.
Thank you.
zurück bleiben. I'm explaining the end of the movement of control. That's the word, deliver by
and it's now a
to his home. Thank you.